Jo Leute und willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4 It's About Time Komplettierung. Wir sind hier als kleines Tigerchen neuerdings unterwegs und müssen vom Tranktumult noch den invertierten Modus machen. Und das schauen wir uns jetzt an. Im ersten Teil sind wir hier mit Torna wie gehabt unterwegs und im zweiten Teil des Levels mit Crash Bandicoot. Kisten kennen wir alle, nur der Secret Gem, der ist natürlich an einer anderen Stelle und ich hoffe, wir verpassen den nicht. Es sieht so ein bisschen komisch aus. Naja, schauen wir gleich mal. Aber ohne Kaiju Tanuki. Ohne Kaiju Tanuki. Haben wir in dieser Welt schon mal ein Inverted Level gemacht oder ist das der erste Inverted Level? Habe ich den anderen Inverted Level nicht gemacht, weil das sieht mir gerade Grafik-Setting-mäßig so ein bisschen komisch aus. Das kommt mir so unbekannt vor. Ich kann mich eigentlich nur noch an dieses Schwarz-Weiß-Grafik-Setting erinnern, wo man jedes Mal die Mega-Farbfontäne losgelassen hat, wenn man irgendeine Aktion gemacht hat, eine Kiste zerstört hat oder sonst was. Naja, egal. Ich muss gleich nochmal gucken, ob wir irgendwo ein Inverted Level ausgelassen haben. Aber wir spielen jetzt erstmal das hier. Irgendwie bin ich mir jetzt gerade unsicher, ob ich irgendwo eine Kiste habe stehen lassen. Ey, Leute. Nee. Wir machen das nochmal kurz von vorne. Irgendwie war ich jetzt durch diese ganze Invertiert- und Farbgeschichte so irritiert. Das ist doch der zweite Level, den wir in der Welt spielen, oder? Naja, egal. Ich lasse mich jetzt erstmal nicht irritieren. Das schauen wir einfach nach, wenn wir diesen Level hier fertig gespielt haben. Und dann gucken wir mal. Erinnert an Neo Nippon. Ah nee, ich hatte gar nichts vergessen, genau. Au! Oh. Super überflüssig. Super überflüssig, dass man da runterfallen kann vor allem. Also in einigen Leveln verhindern sie es, dass wenn man am Startpunkt Richtung Kamera läuft, man irgendwie runterfallen kann. In einigen Leveln aber auch nicht. Naja, auch das ignorieren wir jetzt erstmal. Ich meine, es wären nämlich am Anfang hier drei Kisten gewesen, die irgendwo in der Gegend rumstanden. Und die haben wir gerade alle geholt. Also völlig unnötig auch den Level neu gestartet. Erinnert an Neo Nippon. So, aber jetzt holen wir uns diese Kiste. Den kicken wir einmal weg. Da steht was in der Gegend rum. Und da steht was in der Gegend rum. Das sind drei Sachen. Und da hinten sogar noch eine. Also im Prinzip stehen hier in der Startgegend sogar vier Sachen dumm in der Gegend hinten rum. Jo, dann lassen wir es jetzt erstmal so. Ich weiß gar nicht, was sie hier in diesem Farbsetting gemacht haben. Sie haben so ein bisschen die Farbsättigung oder den Kontrast rausgenommen. Ich weiß es gar nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Ui, naja, Gott sei Dank. Achso, das war die Schalterkiste. Deswegen ist sie nicht verschwunden. Ich war gerade etwas irritiert. Gott sei Dank hatte ich einen Akku, sonst wäre ich jetzt gerade schon gestorben. Wow, das war knapp gewesen. Warum hat sie denn beim ersten Mal nicht ihren Anker hier dran geschossen? Ah nein, hier war wieder die Geschichte. Oh, ich erinnere mich. Ah ne, falsche Richtung. Jetzt muss es ja in der Richtung sein, oder? Hier war doch irgendwo eine Kiste, oder? Die muss jetzt links sein. Aber da ist sie auch nicht mehr, oder? Das ist doch da hinten der Stein, wo sie drauf stand. Gut, wir gehen jetzt erstmal weiter. Ey, was für eine Kacke schon wieder hier in dem Level. So. Warum bin ich jetzt gestorben? Ah nein, da war eine TNT-Kiste drunter und ich habe es nicht gemerkt. Ach so, habe ich die jetzt gerade schon im Sprung irgendwie geholt, weil sie hier in diesem Farbmodus besser sichtbar war? Kann das sein, dass es auch so gedacht ist, dass man die auf dem Weg zum Checkpoint holt und nicht erst, wenn man am Checkpoint ist? Ja, okay, hier die TNT-Kiste. Die sollte man natürlich, wenn es geht... Hey, steht im normalen Modus nicht TNT da drauf?
kann. Ich bin irgendwie gerade super irritiert. Also eins muss man ihnen lassen, dieser Inverted-Modus bringt einen auf jeden Fall, gerade wenn man zum ersten Mal so ein neues Farbsetting spielt, bringt einen auf jeden Fall gut aus dem Konzept. Das haben sie schon gut gemacht, aber naja. Jetzt habe ich auch nach links geguckt für die Kiste und sie stand rechts. Naja, so ist es im Inverted-Modus halt. Links und rechts ist vertauscht. Ja, wie immer schaffe ich es auch hier nicht beim ersten Mal, mich hier dran zu ankern. So, zack, zack. Zack, jetzt muss ich nach rechts. Und vergesse ein zweites Mal abzuspringen. Weil ich gerade drüber nachgedacht habe. Das war auch ein anderer Level, wo am Anfang der Secret Gem doch relativ offensichtlich war. Und ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, ob ich das hier jetzt eventuell verpasst habe. Aber erstens gäbe es diesen Secret Gem hier im Inverted-Modus eh nicht. Aber bestenfalls ständen da ein paar Kisten rum. Aber ich glaube, es war eh ein ganz anderer Level. Weil die Level hier auch alle so ähnlich sind in dieser Welt. Ich komme voll nicht klar. So, jetzt mal ganz ruhig und einfach nur weiterkommen und ein paar Kisten mitnehmen. Rüber hier. Ernsthaft? Also entweder bin ich gerade aus dem Konzept, weil ich auch in den letzten Tagen mit meiner neuen Aufnahmesetting etc. wieder so viel Frickelei hatte. Hardware-Frickelei, Testerei etc. etc. Dass irgendwie alles andere seinen Platz in meinem Kopf verloren hat. Zumindest hier Crash Bandicoot-seitig. Oder ich bin gerade einfach so ein bisschen verwirrt. Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, kann ich hier schon irgendwo stehen, wenn er hier um die Ecke kommt? Wow, warum manchmal schafft sie es auch nicht, an dieses Jump-Pad da zu springen? So, und jetzt zweimal springen. Und dann sind wir auch schon da. Sorry, Leute. Irgendwas läuft hier gerade so gar nicht. So, war jetzt hier auch noch was? Musste man sich... Ging man hier rechts nochmal irgendwo rauf? War hier irgendwas? Nee, das war auch woanders gewesen, glaube ich. Aber ich bin gerade etwas irritiert. Auch was den Secret Gem angeht. Eigentlich bin ich im Moment wegen allem irritiert. Ich kann es nicht anders sagen. Mach erstmal die TNT-Kisten kaputt. Genau, hier steht auch überall TNT auf den Kisten. Also irgendwie die erste Kiste wollte mich da auch ein bisschen verarschen, oder? Lassen wir das einfach mal so stehen. Okay, jetzt machen wir das hier auch mal, wie es gedacht ist, nachdem wir diese TNT-Kisten hier kaputt gemacht haben. Stellen uns mal hier unten hin und machen die einfach so kaputt und dann läuft es auch mit diesen TNT-Kisten. Komm, schießt du einmal auf mich, du auch, oder du, ich schieß zurück. Oh, wow, jetzt hätte er mich fast in diese TNT-Kiste da geschubst, ey, so ein Drecksack. So, von hinten geht das doch. Judy. Das lohnt dich immer. Ich glaube, wir müssen das. Wir müssen gleich auf der zweiten Route den Secret Gem mitnehmen, wenn ich das hier nochmal spiele, um nicht so oft zu sterben. Sofern es mir überhaupt gelingt, hier alle Kisten einzusammeln. So hundertprozentig sicher bin ich mir da auch noch nicht. Gut.
Da können wir gleich einmal Pause machen auf dieser Seerose hier. Machen wir auch und schauen uns nochmal die Pflänzchen da hinten so an. Ja, die sind eigentlich in einem ganz guten Rhythmus. Ah nein, ich habe keine Maske mehr, ey. Ich hasse dieses Spiel. So, die Kisten sind weg. Dann gehen wir in die Bonus-Stage hier rein. 27 Kisten, was war hier nochmal los? Was war hier nochmal der Trick gewesen? Ich glaube, es war relativ simpel gewesen, ne? Aber wie gesagt, ich habe mein Gedächtnis durch die ganze Frickelei, ein bisschen durch die ganze Technik-Frickelei ein bisschen gelöscht. Von daher werde ich das hier wahrscheinlich nochmal neu lösen müssen. So, 20 Kistchen hätten wir. Ich weiß noch genau, die habe ich, glaube ich, stehen lassen. Um mir den Rücksprung ein bisschen einfacher zu machen. Aber ne, ansonsten war hier gar nichts Schwieriges, glaube ich. Außer, dass ich diese drei Kisten hier nochmal mitnehmen muss. Das müsste jetzt gleich auf 26 stehen und dann haben wir es auch schon geschafft. Das war jetzt nicht weiter der Stress. Habe ich jetzt überhaupt drauf geachtet, ob ich hier alle Kisten habe? Scheiße. Was ist denn heute los mit mir? Ich raff's nicht so ganz, ehrlich gesagt. Oh, oh, oh. Irgendwie bin ich heute nicht in Form. Vielleicht sollte ich diese Aufnahme einfach heute lassen. So, Checkpoint. Irgendwo hier oben. Letztes Mal war es rechts gewesen, das heißt, es müsste jetzt links sein. Hing noch eine Kiste rum, die ich nicht gekriegt habe. What the fuck? Warum bin ich denn jetzt so abgegangen? Weil es eine... Ach so, hier ist sogar eine Sprungkiste drunter. Geil, wie hoch man... Das wusste ich noch gar nicht. Wow, wenn man mit dem Arcano auf eine Sprungkiste geht, wie hoch man abgehen kann. Das war mir noch nicht so richtig bewusst, glaube ich, wenn man im richtigen Moment wieder in den Arcano-Modus geht. Ah, egal, wir nehmen jetzt diese Kiste hier mit und schauen nochmal hier. Kann man eigentlich auch hier drauf? Nee. Nee, aber jetzt sehe ich da oben auch keine Kiste mehr. Dann wird sie hoffentlich auch weg sein. Ja, ich habe sie ja vor dem Checkpoint eingesammelt. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, weil ich im Moment so verpeilt bin, dass ich mir gerade selbst so nicht so richtig traue. Warum sind jetzt diese ganzen Kisten explodiert, aber das Schussdingens nicht? So. Gut. Kann man da nach links gehen? Was ist das denn da noch für eine Seerose? Guckt mal da ganz links, oder haben wir die schon mal irgendwann benutzt? Keine Ahnung, was diese Seerose hier soll. So, sicher stehen. Sicher diese Kiste mitnehmen. Oh ne. Nö, da oben ist auch nichts mehr. So, geh du nochmal weg da, Pflänzchen. Danke. Boah, das war knapp gewesen. 167 von 175. Ja, immerhin. Immerhin den Edelstein für alle Kisten. Da fällt schon mal ein dezenter Stein oder ein dezenter Edelstein von meinem Herzen. Was für ein Hammergag. ja. Jetzt wollte ich nochmal checken, ob wir überhaupt vom ersten Level den Inverted-Modus hier gemacht haben.
Ich wusste es doch. Wir haben von Wirbeltier nicht den Inverted-Modus gemacht. Da muss ich jetzt meinen schlauen Zettel nochmal umdrehen. Genau. Haben wir ausgelassen. Ah ne, da wir ja neue Kostüme gekriegt haben. Entschuldigung, falscher Knopf. Wollte ich jetzt auch mit diesem anderen Kostüm spielen. Und zwar mit der Papierkunst. Die haben wir jetzt gerade für sie schon bekommen, die Papierkunst, oder? Nee, vielleicht nicht. Was haben wir denn jetzt gerade schon wieder bekommen? Ich bin verwirrt. So, Papierkunst. Was soll dieser Papierkunst-Crash? Ja gut, oh shit, das kann natürlich mit diesem Asia-Setting und Origami was zu tun haben. Jo, dann machen wir jetzt vom Wirbeltier den Inverted-Modus. Habe ich echt vergessen, ey. Wie krass. Wie kann das sein? Und was soll dieses Farbsetting vom Inverted-Modus? Also, es ist ein bisschen ausgebleicht, aber ansonsten... Oder soll das auch diesem Origami irgendwie nacheifern? So, hier können wir schön alles wegnehmen. Es hat eigentlich ein bisschen was auch von Dingodile mit seinem Sauger, weil man in diesem Modus einfach so schön massenmäßig Kisten zerstören kann. So, hier hang relativ weit oben eine Kiste. Das weiß ich noch. Ich glaube, die haben wir, oder? Ja, sieht so aus. Dann gehen wir ganz normal weiter. So, hier war die Sache mit den 5 TNT-Kisten. Und seitlich von den TNT-Kisten gab es noch einen Kistenstapel. Der ist natürlich auch im Inverted-Modus da. Wow, was war das schon wieder für eine schräge Nummer? Boah, diese Kamera macht mich auch nervös, wenn die so nach oben geht und man nicht mehr richtig sieht, wo man hinläuft. Ich dachte schon, da links wäre eine Kiste, aber es ist auch nur irgendein Hintergrundelement, was sich da gerade bewegt. So, Arcano ist weg. Diese Dimension war ziemlich friedlich, als ich hochkam. Leider hatten meine Tränke eine mörderische Wirkung auf die Einheit. So. Gut, und hier wissen wir ja auch schon, genau, im normalen Modus hang hier rechts oben, glaube ich, eine Kiste. Und im Inverted-Modus... also dieser Eingang hier mit der Arcano-Maske, den gibt es in dem anderen Level auch nochmal exakt genauso. Und das verwirrt auch so megamäßig. Und hier im Inverted-Modus hängt da oben statt einer Kiste der Secret-Edelstein. Gut. Gut. Und ich bin immer noch irritiert. Achso, natürlich ist das alles gleich. Ja, klar, weil das hier der Zeitstrahlen-Event ist. Oh Mann, ich bin so verstrahlt heute. Was ist denn los? komm, geh du schon mal kaputt, Löwe. Kriegen wir das hin? Sie sind nur von hinten kaputt zu machen. Oh, Gott sei Dank. In der Drehung hat es jetzt geklappt. Aber wo ist jetzt der Schalter? Das möchte ich immer an dir. Dein wissenschaftliches... Wenn ich hier jetzt weitergehe, komme ich doch nicht mehr zurück. An einem einfachen, wirklichen Test teilzunehmen. Wo ist jetzt der Schalter für diese Kisten da? Hier komme ich auch nicht mehr zurück. Ich glaube, ich muss den Level nachher nochmal machen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hier nochmal zurückkommt und der Schalter hier noch irgendwo kommt. Ich würde sagen, den habe ich jetzt irgendwo verpasst. Naja, egal, dann gehen wir jetzt wenigstens einmal durch und verlieren wenig Leben. Kisten können wir eigentlich schon vergessen. Ich bin gerade echt verwundert, muss ich sagen. Ah, klar, die Maske verliert man in dem Moment wieder relativ unbemerkt. Naja, egal. Ach, hier war die Nummer mit, wo ich, glaube ich, so ein bisschen rumgerätselt habe, wie man hier überhaupt überall drankommt. Und ich glaube, ich rätsel mal wieder. Aber es ist jetzt auch erstmal egal, weil... Ja, so geht's auch. Habe ich das letzte Mal auch so gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. 27 von 31, da sind nochmal 3 Stück. Jetzt nur wieder durch, aber es ist, wie gesagt, relativ egal auch, weil ich habe eh nicht alle Kisten. Ach komm, lassen wir es erstmal stehen. War das hier jetzt auch mit der hohen Kiste, die da oben hängt? Ich glaube, ich habe da oben gerade was bekommen. So, hier war das aber mit den Kisten noch relativ einfach. Ich habe gerade gesehen, man hat auch im Anflug hier schon diese zweite Seerose da hinten gesehen, aber keine Ahnung. Vielleicht sind hier auch nur Deko hier drin. So, ich habe euch ja schon auch angekündigt gehabt, relativ früh, glaube ich, dass ich diese Level wahrscheinlich alle noch 2-3 Mal spielen muss, bevor ich sie endgültig dann vollendet habe. Und es zeichnet sich hier so langsam ab, dass das durchaus noch öfters passieren wird. So, 166 von 212, das ist nicht viel. Naja, immerhin haben wir schon mal das Ding für wenig Sterben. Aber ich bin irritiert. Ich habe mir das auch gar nicht aufgeschrieben, wo der Inverted Gem ist. Ich glaube, ich war beim Notizenmachen auch schon leicht über diese ähnlichen Level verwirrt. Jetzt muss ich mal eben was nachgucken. Boah, Leute, was soll ich sagen, ey? Ich bin gerade einfach so megamäßig verwirrt, weil wir gerade ein und... abgesehen von meiner normalen Verwirrtheit, weil wir gerade ein und den gleichen Level in 4 verschiedenen Varianten spielen. Einmal als normal, einmal als Zeitstrahlen-Level und beide Versionen nochmal im Invertiert-Modus. Und deswegen bin ich gerade super durcheinander gekommen, was die Modi unterscheidet. Invertiert ist natürlich von den Kisten komplett gleich wie der normale Modus. Nur der Secret Edelstein ist woanders versteckt. Und der Zeitstrahlen-Level, der ist natürlich von den Kisten leicht anders. Und auch diese leicht anderen Kisten gibt es dort natürlich auch im Inverted-Modus, wie auch den anderen, wie auch den anders platzierten Secret Gem. Aber zwischen normal und Inverted, wie gehabt, sind die Kisten natürlich genau gleich. Die einzige Unterscheidung ist dann im Zeitstrahlen-Level. Und da ich heute ja eh schon komisch drauf bin, wie man ja irgendwie schon gemerkt hat, hat mich das jetzt gerade irgendwie komplett aus der Bahn geworfen und ich musste mir die Level nochmal angucken. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Und was dann hier noch so völlig verwirrend war, weil die Inverted Level ja natürlich auch noch spiegelverkehrt sind, zeige ich euch gleich, wenn wir da sind. So, nochmal ganz sicher gehen, dass hier oben drauf nichts ist. So.
eben hier rüber, die Kisten kaputt machen. So, hier war wie gesagt im normalen Modus dieser Secret Gem drauf, der verborgene, versteckte, wie auch immer er heißt. Shit, ein Leben verloren. Aber egal, Leben haben wir ja in dem Level eh schon geschafft. So, das können wir einfach wegwirbeln, das habe ich gerade schon getestet gehabt. Hier geht schon wieder was schief. Nochmal diese Kisten holen. Roms den ganzen Stapel geholt. Eieiei, es ist auch schwierig zu kontrollieren, ja? Dieser komische Arcano-Anzug, ich mag ihn nicht. So, hier wird uns gezeigt, wo wir gleich emporklettern müssen. Auch das ist okay. Arcano haben wir verloren. Als ich herkam. Leider hatten meine Tränke eine mörderische Wirkung. Auch das war wieder knapp gewesen. So, Verwirrung Nummer 1. Hier liegt gleich der Secret Edelstein. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Der ist aber jetzt noch nicht da. Der ist, glaube ich, erst da, wenn oben so ein Event passiert. Habe ich? Ne, Arcano habe ich auch nicht. Auch das verwirrt mich gerade irgendwie alles. So, hier passiert jetzt ein Event. Verwirrung. Also hier ist eigentlich die große Verwirrung gerade passiert. Ich mache jetzt erstmal den hier weg. Und weil auch in dem Raum, ich glaube, in dem Zeitschrank-Level 4 Kisten stehen. Aber egal. Rechts oben hang im normalen Modus eine Kiste zum Auslösen. Hier hängt jetzt ein Edelstein. Ah ne, stimmt, dann war das sogar der andere Level, wo da unten, wo da unten der Secret-Edelstein ist. Den hatten wir jetzt sogar hier schon. Und der Schalter, der natürlich im normalen Modus oben rechts hang, der hängt jetzt oben links. Bam, da ist er. Und jetzt sind auch diese Kisten da, die vorher nur so gitternetzlinienmäßig da waren. Und jetzt sollte es mir auch gelingen, alle Kisten zu bekommen. Meine Fresse, ey. Bin ich das? Oder ist das das Spiel? Ich weiß es nicht so hundertprozentig, ehrlich gesagt. Es gibt es echt nicht. So, komm, schieß dich selber ab. Du dich bitte auch. Jetzt das Tierchen hier. So, haben wir schon mal alles weg. Ansonsten ist hier nichts. Weg mit dem Kistenstapel. So, Checkpoint hier rüber. Sichere Variante. So, auch hier ist nichts drüber wie gehabt. Boah, da muss ich bei den Zeitstrahlenleveln und so zukünftig echt gut aufpassen, weil das echt so mega verwirrend ist, diese vier verschiedenen Varianten von einem Level. Wo Tränke gebraucht werden, fallen Beuteldachse, das habe ich ja jetzt zum ersten Mal gehört. Gut, aber witzigerweise hat meine Verwirrung ja anscheinend auch schon in der letzten Folge angefangen. Wie hätte ich das denn hier nochmal gemacht? Habe ich das nicht so gemacht, dass ich, genau, dass ich hier rüber da drauf gegangen bin? Weil ich ja in der letzten Folge auch schon vergessen habe, den Inverted-Modus von diesem einen Level da zu spielen. Oder anzufangen. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Oh Mann, Leute, echt. Aber jetzt sind wir auf einem guten Weg, glaube ich, insgesamt. So, ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr so ganz sicher. Doch, hier standen auch noch Kisten. Und hier am Anfang auch. Weg mit diesen Kisten. Weg mit diesen Kisten. Ich glaube, ich hätte mir das da oben erst holen. Das da oben hätte ich alles kaputt machen sollen. Das war der Trick gewesen, ne? Und dann hier drüber wieder easy zurück. Okay. Ja. Oben kann alles kaputt. Für den Rückweg brauche ich nur noch eine Kiste unten, damit der ein bisschen einfacher ist. So war es gewesen. Ey, meine Fresse. Ich kann gerade selber über mich nur den Kopf schütteln, ehrlich gesagt. Ah ne, das hatten wir jetzt so gemacht.
Obwohl, das kann ich jetzt eh alles stehen lassen, weil ich muss eh nochmal hier oben rum, ne? So, jetzt sollte ich nur das hier schon mal alles kaputt machen. Nein! Nein! Bitte! Warum? Warum bin ich so dämlich? Na, ich probiere es jetzt mal hier mit einem Doppelsprung rüberzukommen. Es könnte gehen, aber es ist sehr weit, ich weiß es nicht. Unten stehen lassen, oben kaputt machen war meine Devise. Okay, so geht's aber auch. Mann, geh drauf! Genau. 31 von 31 Kisten. Das sieht doch sehr gut aus. Ja, und es kann sein, dass diese Kiste da oben... Die hing jetzt nur im Zeitstrahlenlevel da, oder? Wo auch immer. Ich glaube, wenn, müsste sie hier im Inverted-Modus da rechts oben hängen. Aber ich glaube, das tut sie in dem Level hier nicht. Oh, einmal stehen bleiben, bitte. Genau, einmal zurück. Einmal zurück bouncen lassen. So, die Seerose da links hinterfrage ich jetzt nicht mehr, die zweite. Ich gehe jetzt einfach durch. Wow, wie weit hat mich das denn zurückgeschubst? Boah, weg mit dir. Oh, jetzt hat er aber gerade ein bisschen wenig Schmackes drauf. Oh, jetzt müsste es aber eigentlich passen. Die Passage hier ist ja Gott sei Dank eher nicht so schwierig. ...205 von 212, passt das? Jawohl. Boah, Leute. Was soll ich sagen? Ich glaube, das war eine der verwirrtesten Folgen, die ich jemals abgeliefert habe. Jetzt muss ich mal gucken, was wir beim nächsten Mal machen wollen. Ich glaube, wir müssen hier die Zeitstrahlen-Variante noch im Inverted-Modus zu Ende bringen, oder? Und es festigt meinen Gedanken, ich mag diese Welt nicht. Alle Kisten hatte ich hier, wenig Sterben und Secret-Diamant fehlen noch. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.